Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und wir versuchen dieses Team einfach nochmal. Nicht mehr lange, dann beginnt unser Urlaub. Und da werde ich halt nicht aufnehmen können. Kapukime ist vollkommen okay. Kapukime ist klasse. Oh, ist okay, ist Glurak. Oh, er hat bestimmt Fiaro auch noch hinten. Er hat bestimmt Fiaro auch noch hinten. Okay. Er geht einfach nur auf Drachenklauen. Okay. Glurak ist instant weg. Was hat der denn vor? Eine Mondgewalt denke ich doch. Eine Mondgewalt denke ich doch. Könnte zwar jetzt ein Fehler sein. Okay, Cavalanzas. Okay, er gewinnt den Gleichstand, das ist mir aber egal. Schlagbohrer überlebe ich bestimmt noch. Ja. Hier noch den Energieball raus. Er schildert, okay. Hier kriegen wir nochmal den Steinhagel raus. Und er schildert ihn. Na, Happy Birthday. Ja, ich muss hier alles, was Cavalanzas hat, schilden. Ja. Cavalanzas wird jetzt hops genommen. Shit, habe ich noch ready. Muss ich natürlich schilden. Shit ist ready. Oder eingesetzt. Surfer sollte ich noch einmal überleben. Surfer müsste ich trotzdem noch überleben. Oh, enger als ich dachte. Ja, da rechts ist, dass ich keinen Giftzahn drauf habe, ne? Aber Steinkanter kann halt auch so oft gut kommen. Und so konnten wir uns trotzdem den Sieg jetzt sichern. Aber dass der Surfer doch so reinhaut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Klar macht der Schaden, aber... Ja, es ist immerhin Nidoqueen. Nidoqueen ist in der Hyperliga schon ein bisschen mehr tanky und gerade wenn es kein Krypto ist. Slim. Ach nee. Rüber. Ja. Klar, das ist ein Auto los schon. Ich glaube, das ist automatisch schon hier verloren, ne? Vielleicht hätte ich einfach Nidoqueen gehen wollen. Wir lassen hier auf jeden Fall alles durch. Jetzt kommt die Drachenklaue, okay.
Steinhage kommt. Ja, ich komme nicht rüber. Nee, ich kam nicht rüber, leider. Na, hier brauche ich auch nicht schön. Das kann ich hier an der Stelle schon mal nicht gewinnen. Weil Cavalanzas halt krass für das Team ist. Ja, ich beginne schon hier einmal zu schilden. Wobei Energieball war ja doof. Energieball war ja nicht schlau, das wird ja doppelt resistiert. Aber wobei, Senkung kommt, ja. Aber das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich muss nämlich das hier schon schilden. Er hat einfach den Säurespeier. Ja, dann noch Wallreiser hinten. Okay, das ist absolutes Konterteam hier. Ich habe zwar hier die Steinkante. Die auch gut Schaden macht. Ja, aber der Eisspeer wird jetzt donnern. Da ich jetzt zweifach abgesenkt bin. Ja, da konnte ich... Das war ein Team, wo ich keine Chance hatte. Das war so ein Team, wo ich null Chance hatte. Welche Nidoqueen gewechselt wäre, war Reiser gekommen. Deoxys ist halt Giratina gekommen. Das war Hardcounter-Team. Übrigens haben wir fast 500 Abos erreicht. Wäre nett, wenn ihr mich weiterhin gut unterstützen könnt und Abos dalassen könnt. Das wäre richtig, richtig nice. So ging es Sky Candy Kämpfer. Trombok ist super. Trombok sehe ich hier gerne. Ja, soll er machen. Er muss hier schon chillen, genau. Auch die überlebe ich. Problem ist, er kann runterfahren. Und er schildert alles sowieso. Nö, dann gehen wir hier rein. Hier muss ich jetzt auch zwei Schilde reinbuttern. Das machen wir auch gleich. Mir kommt jetzt die Steinkante. So, jetzt gehen wir instant rüber. Okay, er hat noch Feuer-Pokémon. Oh, es war so klar. Es war so klar, dass er Feuer-Pokémon noch hat. Ach, verdammt. Jetzt kommt die Lore-Kanonade. Ja, dann hätte ich durchschillen müssen. Ich hätte Deoxys schillen müssen. Oh, Solarstrahl kommt. Hier hätte ich durchschillen, Deoxys schillen müssen. Einmal. Ich hätte den Wechsel gebraucht. Kann man aber nicht wissen.
Wir suchen den nächsten Kampf. Das Gute ist, man findet heute Schnellkämpfe. Gegen Kukuto 092. Ja, das ist mäßig geil. Ja, im Gleichstand, okay. So, rein hier. Ja. Abfangen ist das nicht so wirklich. Jetzt wird Donnerblitz hier besser drauf. Aber irgendwie respektiert hier auch keiner den Donnerblitz. Apokalyp ist natürlich doof. Ja, Spukball war klar. So, einsetzen. Ja. Er ist aber konsequent und geht immer auf Spuckball. Und er kommt noch zu der Attacke, ne? Oh, jetzt ein Fiarun, das ist ja göttlich. Und dann, dass er die Steinkante nicht schildert. Okay, leider ein Iro-Kex. Leider ein Iro-Kex. Jo. Ich muss hier schon schön. Übelst wie viel Konter hier macht. Ja, das verliere ich auch. Schade. Hätte es nicht Fiaro sein können, der die Steinkante einfach nicht schildert. Und er hätte auch nicht geschildert. Die erste Attacke hat er ja durchgelassen. Wenn es ein Fiaro gewesen wäre, hätte ich das gewonnen. So, gegen Tree Master kämpfen wir jetzt. Ja, ich gehe in Dioxus. Und es ist wieder ein Giratina unterwegs. Yay! Lass ich raten, hinten ist ein Valreiser oder so. Würde mich jetzt nicht wundern. Den tanken wir noch. Nochmal Zielschub.
Er hat bestimmt noch eine Antwort. Er hat bestimmt noch so ein Päckchen oder so. Und Sumpex? Oh nein, Kapokime. Hallo? Danke. Sehr schön. Jetzt müsste ich ihn eigentlich runterfahren können, ne? Perfekt. Problem ist, sein Ding macht schon zu viel Schaden. Oh nein, er hat ihn jetzt schon. Ich wollte gerade rüber gehen. Verdammt. Oh, ich überlebe noch. Oh, ich kann nicht mehr zu Erdkräften. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich wollte auch abfangen gerade. Oh. Ja, hier reicht gleich der Fokusstoß leider. Oh, hätte ich das abfangen können, hätte ich das noch gewinnen können. Ja, hätte ich das abfangen können. Och Mann. Ja, also das Team hier funktioniert leider gar nicht. Wie man sehen kann. Also Rex Bizarre funktioniert irgendwie nicht so im Moment. Schade. Wir gehen wieder unter 2500. Schade. Aber erstmal wieder in die Liga hier einfuchsen. Aber für die Folge soll es das wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal, ciao.